Der Niederrhein, eine große Kulturlandschaft, von Menschen geformt, gegenüber von Xanten. Hier sind wir auf der Suche nach dem Gold des Niederrheins. Das klingt ein bisschen nach Übertreibung, oder? Trotzdem, diesem Gedanken wollen wir nachgehen und beginnen auf dem Diersforter Waldsee. Der Diersforter Waldsee ist der älteste, der größte und meines Erachtens auch schönste Baggersee hier zwischen Wesel und Rees. Die Ökologin Beate Böckels ist Mitarbeiterin der Firma Holemanns, die hier eine Kies- und Sandgewinnungsanlage betreibt. Sie begleitet uns auf unserer besonderen Schatzsuche. Was den Diersforter Waldsee ausmacht, ist das Zusammenspiel von rekultivierten Bereichen, die schon vor Jahrzehnten hergestellt worden sind. Dazu ganz frische Rekultivierung und auch noch laufender Abbau, die wir alle heute noch besichtigen werden. Es ist schon sehr ausgefallen, sich mit etwas so unspektakulärem wie Kies und Sand zu beschäftigen. Denn damit kommen nach der Kindheit nur noch wenige von uns in Berührung. In Baustoffen verarbeitet, laufen wir darüber. Arbeiten und wohnen darin. Nutzen die kürzeren Wege. Oder reisen darauf. Dieses alltägliche Material hat eine bewegte Vergangenheit und einen langen Weg hinter sich. Genau hier an dieser Stelle trafen mehrere Aspekte während der Eiszeit zusammen. Wir hatten von Norden den Vorstoß des Eises, die ja auch auf der anderen Rheinseite diese Endmoränenzüge vorgeschoben haben. Das heißt, es wurde Schutt von Norden hierher geschoben. Und am Ende der Eiszeit führte dann der Rhein riesige Mengen von Schmelzwasser von Süden her hierher und lagerte den hier ab. Deswegen finden wir hier in unserer Lagerstätte eigentlich alle Gesteine. Einmal das, was von Norden kommt. Das ist zum Beispiel hier dieser Basalt. Aber auch die Sachen, zum Beispiel ein Quarz aus dem Voralpenland oder auch ein Sandstein oder den Schiefer, den wir zum Beispiel im Bergischen Land finden. Und diese Umstände ihres Transportes haben sie zu glatten, gerundeten Formen geschliffen. Seit Generationen wird dieses Gemenge an Steinen und Steinchen wegen der hohen Qualität geschätzt. So entstanden zahlreiche Abbaustätten, die durch eine Landesplanung koordiniert und genehmigt werden. Diese Planungen beruhen auf den Untersuchungen des Staatlich-Geologischen Dienstes. Kiese und Sande finden sich nicht überall in Deutschland. Aus geologischer Sicht ein Vorteil für den Niederrhein mit seinen mächtigen Vorkommen. Aus ökologischer Sicht eher problematisch. Nach konträren Zeiten zwischen Abbau und Naturschutz werden die Vorranggebiete für die Auskiesung, aber auch die Gebiete, die nicht ausgekiest werden dürfen, zwischen den Interessenvertretern festgelegt. Durch Landschaftsveränderung, Wasser anstatt Land, entstehen neue Kulturlandschaften. Aber das ist nicht neu. Schon Ende des 18. Jahrhunderts grub man dem Rhein bei Xanten ein neues Bett. Die Bieslicher Insel entstand. Heute mit den ehemaligen Auskiesungen ein Naturparadies. Im Arbeitsplan einer neuen Gewinnung werden die Maßnahmen für die Renaturierung und deren spätere Nutzung schon festgelegt. Dadurch haben sich die Zeiträume der Renaturierung stark verkürzt. Das ist auch einer der Leitgedanken der Firma. Ebenso intensiv werden Abbaumethoden ausgewählt, die Umwelt und Lagerstätten schonen. Bereits abgeschlossene Maßnahmen werden mit neuen technischen Mitteln wieder aufgenommen. Ein Saugbagger fördert aus in damaliger Zeit nicht erreichbaren Tiefen. GPS-Daten und Tiefenmessung erlauben den gezielten Abtrag.
Mit Wasserdruck wird der Kies am Seegrund aufgewirbelt. Eine Kreiselpumpe saugt und drückt Wasser und Kies in ein Transportrohr. Durch dieses schwimmende Rohr wird alles auf ein Spülfeld geleitet, wo sich Wasser und Kies trennen. Ein Transportband fördert den Kies zur Aufbereitungsanlage. Eine zweite, sehr effiziente Methode des Abbaus übernimmt ein Tiefengreifer. Aus bis zu 20 Metern Tiefe kann er fördern. Und wo, das wird exakt über Geodaten gesteuert. So, jetzt setzt der Greifer auf. Jetzt machen wir den Greifer zu. Größere Steine werden wieder seitlich im See abgelegt. Nur das gewünschte Material wird weitergeleitet. Mehrere schwimmende Transportbänder verleihen dem Tiefengreifer seine große Beweglichkeit. An dafür geeigneten Lagerstätten ist ein Eimerkettenbagger im Einsatz. Eimer schaben den Kies am Seegrund ab. Auch hier werden gleich die größeren Steine abgetrennt und das abgesiebte Material wird einem Förderband übergeben. Der Weg zur weiteren Verarbeitung kann schon mal kilometerlang sein. Und dort angekommen, findet die Aufbereitung mit dem Wissen um die hohen Anforderungen der Anwender statt. Diese Anlage trennt das Kies-Sand-Gemenge in mehrere Größenklassen und reinigt es. Die gröberen Kiesanteile werden über mehrstufige Siebmaschinen vom Sand getrennt. Mit Wasserbebrausung lassen sich sehr reine Steinfraktionen erhalten, die in entsprechenden Silos gelagert werden. In diesen Rohrleitungen strömt das Wasser für die Auftrennung des Sandes in mehrere Kornklassen. Das funktioniert nach dem Prinzip des Mitgerissenwerdens durch fließendes Wasser. Damit werden auch Leichtstoffe wie Holzstückchen und unerwünschte Lehm- und Tonanteile entfernt. Um möglichst wenig Wasser für die Korntrennung aus dem eigenen See entnehmen zu müssen, wird das Umlaufwasser wieder aufbereitet. Je nach Anforderung wird aus den verschiedenen Kornklassen ein Spezialprodukt gemischt. Das ermöglicht, bei gleicher Qualität der Bauteile weniger Material einzusetzen. Ein wichtiger Beitrag für ein ressourcenschonendes Bauen. Das wird aber nur erreicht durch eine ständige Kontrolle der Förderung und einer qualitätsbegleitenden Analyse der Aufbereitungsprozesse. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, warum Kies vom Niederrhein so wertvoll ist. Es sind die Kornform und die hohen Anteile von sehr harten Quarzsteinen. Der Massenguttransport auf dem Wasserweg bietet sich einfach an, da die Gewinnung unmittelbar am Rhein liegt. Von mir aus kannst du den Verladen jetzt anfangen. Okay. Hier wird nicht nur einfach Kies und Sand verladen. Über das Transportband kommt genau die Zusammensetzung, die benötigt wird. Mit Bandwagen wird die Mischung und die Gesamtmenge kontrolliert. Die Binnenschifffahrt erlaubt einen umweltschonenden Transport. LKWs werden ebenfalls mit exakten Rezepturen beladen.
Betonfertigbauteile für Industrieprojekte benötigen eine besondere Abmischung der Kornklassen. Und eine noch höhere Qualität erfordern diese tonnenschweren Stahlbetonfertigteile für den Tunnelbau. Das eingesetzte Kies-Sand-Gemisch bestimmt wesentlich die Qualität der Stütz- und Auskleidungselemente. Diese hochwertigen Bauteile ermöglichen ein rationelles Präzisionsbauen und haben eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Einem Einfamilienhaus sieht man es nicht an, dass in ihm ca. 150 Tonnen Kies und Sand stecken. Auch für eine moderne Wohnung werden nahezu die gleichen Mengen benötigt. Ein Beispiel für den schonenden Materialverbrauch ist die Weseler Brücke. Ihre elegante und schlanke Form konnte nur mit einer Spezialrezeptur des Betons aus verschiedenen Kornklassen verwirklicht werden. Laut Statistik verbraucht jeder Bundesbürger in seinem Leben ca. 300 Tonnen Kies und Sand. Und zwar für alle Bauwerke, also auch für öffentliche Hand, Verkehr und Industrie. Wie selbstverständlich nutzen wir direkt oder indirekt dieses Material? Und kaum jemand stellt sich vor, wie wichtig die schonende Verwendung ist. Bei der Rohstoffgewinnung und der Aufbereitung im Kieswerk hat dieser Prozess schon vor Jahren begonnen. Aber nicht nur die Gewinnung und Aufbereitung. Gegenüber früher verlangt die Renaturierung eine große Verantwortung. Von unserem Schiff aus erhalten wir einen detaillierten Einblick. Möwen finden hier reichlich Fisch im Wasser und einen kiesigen Boden für ihr Brutgeschäft. Verlassen sie ihr Nest, kann ein Nesträuber die Eier aus der Luft nicht von Kieselsteinen unterscheiden. Die Farbgebung ihrer Eier schützt nur, wenn sie zwischen Kieselsteinen abgelegt sind. Durch Deichbau verschwanden viele Kiesbänke am Rhein und damit auch die Brutvögel. Diese Insel ist ein Ersatzhabitat, das die Vögel für die Brutzeit wieder zurückholt. Das späte und kalte Frühjahr bewirkt ein seltenes Zusammentreffen. Den Gänsen wird ihr angestammter Winterrastplatz von den Möwen streitig gemacht. Auf dieser Brutinsel herrschen klare Verhältnisse. Die Lufthoheit haben die Möwen. Und am Boden drängelt sich ihr Nachwuchs. Trotz Stimmengewirr, der Ruf des Austernfischers ist gut zu vernehmen. Und mit dieser schwimmenden Insel ist etwas ganz Besonderes gelungen. Flussseeschwalben haben diesen mit Kies gefüllten Brutkasten angenommen. Und das sehr erfolgreich. Hier, wo wir heute stehen, ist seinerzeit im Rahmen der Entkiesung ganz normal Kies und Sand rausgenommen worden. Hier war mal 15 Meter tiefes Wasser. Und dann gab es in unserem Unternehmen nach einigen Jahren ein Umdenken, dass man gesagt hat, ganz unstrittig verändern wir ja hier Lebensräume. Wir machen aus Land Wasser. Und ob es denn nicht möglich ist, mit Hilfe dieses Abraums der Natur ein kleines bisschen von dem zurückzugeben, was wir nehmen. Und hat seinerzeit im Feldversuch diese Insel angefüllt. Man hat auf dieser Insel nichts gepflanzt. Alles, was wir hier sehen, hat sich ganz von alleine entwickelt. Man hat hier in 15 Jahren Monitoring, also Naturbeobachtung seitens der biologischen Station, über 200 Vogelarten nachgewiesen.
insgesamt mehr als 400 Tierarten und fast 200 Pflanzenarten. Und unter den Tierarten haben wir uns die Insekten noch nie genauer angeschaut. Insofern sind es noch viel, viel, viel mehr als diese gut 400 Arten. Wir haben einen kleinen Helfer hier, der hat vier Beine, wiegt ungefähr 30 Kilo und heißt Biber und hat dort vorne seine Nicht Spuren hinterlassen. Nicht nur Spuren. Ganze Arbeit verrichtet er. Und der Wind hat ihm die Weide mit der Krone sogar in den See geworfen. Wir erfahren, dass der Biber die abgenagten Äste zu einer Burg zieht, die direkt am Seeufer gegenüber liegt. Für Nahrung und Burgbau findet diese Biberfamilie in dieser Auenlandschaft genügend grünes Weidenholz. Wir wollen den nachtaktiven Schwimm- und Baumeister in einer Vollmondnacht beobachten und suchen nach abgenagten hellen Weidenhölzern und Zugangspfaden. Ja, wir sind in seinem Revier. Nur wo wird er gerade heute Abend aktiv sein? Wir machen unseren Kahn am Ufer fest und warten in der Dunkelheit. Was für ein Glück! Im Mondlicht unter den Uferzweigen kontrolliert Meister Bockert sein Revier. Und wird er heute Nacht wieder so erfolgreich sein? Wer hier sein Boot liegen hat, ist sich seiner hohen Verantwortung für die Natur bewusst. Freizeitsport und Naturschutz schließen sich nicht gegenseitig aus. Wir haben eine neue Sicht auf diesen von uns allen benötigten Grundstoff, Kies und Sand, gewonnen. Neben dem Gold des Niederrheins haben wir einen weiteren Schatz gefunden. Die Renaturierungen, durch die geschützte Gebiete für Mensch und Tier geschaffen werden und in denen eine artenreiche Natur entsteht.